kannst du dort hochklettern. Oben treffen wir uns dann. Hey, Spartaner, Hals- und Beinbruch. Alles klar, und mit diesem Satz beginne ich mein, ich glaube, es ist das vierte Let's Play, beziehungsweise Part vom Let's Play. Und dann wollen wir mal. Hier sind wir nämlich gestorben, ne, bei diesem komischen Spackomaten hier. Ich kann immer noch kotzen. Naja, egal. Aber das kriegen wir jetzt hin. Leise wie eine Maus vorbei. Und dann los geht's. Was sagst du? Du hast ihn freigelassen? Wen freigelassen? Ich weiß nicht. Ih, was für Pilze. Irgendwie hab ich meinen Sohn gesehen. Dieser Händler von der Hansa hat mich die ganze Zeit genervt, ich soll ihm die Kreatur verkaufen. Sagte, es sei eine Verschwendung, sie zu erschießen. Welche? Und dass er gutes Geld zahlen würde, vom Schwarzen? Daher habe ich einfach... Zeig mir die Patronen. Klar. Hier, guck. Ich bin auch bereit zu teilen. Ist zu viel für einen alleine. Sag's nur nicht dem Oberscharführer. Ich habe 200 Patronen dafür bekommen. Ich nehme die Hälfte. So, so. Warum laufen Sie hier rum? Es ist nur, dass unsere Schicht zu Ende ist. Dann haben Sie hier nichts mehr zu suchen. Ab in die Kaserne mit Ihnen. Ja, Herr Oberscharführer. Aha, interessant. Interessantes Gespräch, das ich damit hören konnte. Ich hoffe, die sind jetzt weg da. Ja, sieht gut aus. Okay, Alter, was hat er da auf eine Leiche geschmissen? Oh. Alter. Ist ja assi. Ja, super. Danke. Wollen wir mal weitermachen? Bücken. Wow. Hallo. Ich muss erstmal, glaube ich, die Birne raus. Wie die sehr ratsam, denke ich mir mal. Hallo, liebes monströses Etwas. Tabulator. Hier wieder Text für euch zum Lesen. Wer es möchte. Alles klar. Ein Messer. Ein Ziel kann ich werfen oder was? Ich weiß nicht. Tipp in meiner Richtung. Sieht man ja am Lichtkegel. Ja, ich will jetzt nicht wieder verkacken. Wäre sehr scheiße. Schnell rausdrehen. Ich dachte schon, uns ging es schlecht. Ja, ich bin ja leise. Glaub mir, ich tue mein Bestes. Du bist gut, aber sei vorsichtig. Wenn sie dich bemerken, bringen sie uns alle um. Oh, danke schön. Na klaro. Ein echter Held. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie die Luftschleuse von der anderen Seite aufmachen. Dieser Knopf an der Wand ist für das Intercom. Drück ihn mal. Oh oh. Ich glaube, ich verstecke. Ja. Einen Moment. Oh, hallo. So. Bleib mal stehen. Wer bist du, verdammt nochmal? Nein, wer? Absolut nicht. Nur ein paar Sachen. Jetzt schon wieder. In die Luftschleuse! Sofort! Lass uns raus! Da oben ist ein Schaltbrett. Sorry, Leute. Aber ich muss selbst um mein Leben kämpfen. Und jetzt geht der Spaß erst richtig los. Yeah, eine Waffe.
Endlich. Fühle ich mich gleich mal wesentlich besser. Ich erzähle gerne. Sie geht an, wenn du zu sehen bist, was? Alles klar. In Ordnung. Vor uns werden wohl noch mehr Wächter sein. Aber hier können die kein Gas einsetzen. Wir können also beruhigt sein. Ach, ich wünschte, ich hätte eine Granate. Obwohl, wir können hier auch Aber hallo. Du nimmst den unteren weg. Ich gehe oben und gebe dir Deckung. Erstmal eine Bähnchen rausmachen. Richtig eigentlich kaputt machen. Lol. Geht sogar. Einer erledigt. Okay. Dankeschön. Das ist sehr, sehr praktisch, dass der mir da hilft. Auf jeden Fall. Alter, was geht denn da vor sich? Die schreien ja wie die Behinderten. So ein, keine Ahnung was. Wow, wow, wow. Da klettert mir für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell die Leiter. Alter, meine Frames gehen gerade voll runter. Warum? Ah, geht wieder. Dankeschön. Du kannst mir auf jeden Fall jetzt nicht mehr meinen Plan verderben. Ja, will ich. Mann, das hat aber keinen Schalldämpfer, das hat nur, wenn überhaupt. Was ich genau da machen soll. Das gefällt mir alles hier so nicht ganz. So, ich... Ja, ich glaube, ich gehe mal von der Leiter wieder runter. Den Typen habe ich hierher erlegt. Beziehungsweise erledigt. Und das würde ich gerne kaputt machen, aber... Kann ich von hier aus nicht das... Wow. Schon gut, schon gut. Oh. So, erstmal. Klack, weg mit dir. War auch gar nicht laut oder so. Und dann noch einmal. Klack, weg mit dir. Sehr schön. Aha. Jetzt schnell E zum Ausdrehen. Dankeschön. Wunderbar. Total unauffällig. So. Ja, lang lebe euer komisches Reich. Ihr werdet es sowieso nicht lange aufrechterhalten können. Wenn ich mit meiner Mannschaft, meiner Zwei-Mann-Armee hier, da oben mit einem Kumpel, euch erledige. Hey, was ist mit dem Licht los? Jetzt schnell ausmachen und Lampe aus. So. Wunderbar, würde ich sagen, ne? So. Das wäre auch geschafft. Sieht bisher gut aus, ne?
Wenn der da jetzt nochmal seine Route läuft, dann kann ich ihn nämlich dort im Dunkeln schön ausschalten. Na komm schon, los. Komm schon. Put, 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 put. Put, 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 put. Na komm. Komm schon. So, dann können wir uns hier. Ah, okay. Hallo, Tasse. Hallo, irgendwas auch immer. Was hab ich da? Das ist ja gleich. Aber. Ah, warte mal. Ich hab doch Munition jetzt von dem Typen da eingesammelt. Genau. Kann ich jetzt mal ein fettes Magazin reinklatschen. Hasse so Menschen. So selbstsichere, egoistische, irgendwas auch immer. Weißt du was, ich mach's jetzt ganz einfach. Von hinten an ihn ran und dann mach ich. Hat man das gemerkt? Hey. Guten Tag, lieber Herr. Scheiße. Und tschüss. So, jeder so wie es ist. Ja, Moment, ich muss noch kurz mal. Scheiße, Kumpel, hilfst du mir jetzt oder was? Ja! Komm mal langsam, Junge. Die sind alle so. Vor allem der. So. Das ist vermutlich das Schaltbrett für die Zellentüre. Nein, 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 nein. Lass alles, wie es ist. Danke, wenn ich nach Hause komme. Ah, das ist ja cool. Mhm. Ich mach dann nochmal das Tag schnell auf. Lass uns von hier verschwinden. Los geht's, Cooper. Alles klar, wunderbar, ne? Könnte mit der Feind meines Feindes ist mein Freund betitelt werden. Der Name des Freundes ist Pavel. Er hat einen Aufklärungstrupp der Roten angeführt, der von den Faschisten ausgelöscht wurde. Ich habe die Kommunisten nie sehr gemocht, aber Pavel verhält sich wie ein echter Held. Okay. Und wie geht es dir, Kumpel? Ja, soweit gut. Ach, du bist echt hart. Kein Wunder, dass sie dich zu einem Ranger gemacht haben. Ich will ausmachen. Folge mir, nicht stehen bleiben. Ja, ja, ja. Ich will mich nur nochmal umgucken, ob ich hier irgendwas Gutes finde, wie zum Beispiel die Tabellotto-Einträge oder so. Sieht aber... Ah, hier ist es. Guten Tag. Der Schwarze war hier. Und weiter lese ich nicht. So. Bisschen Informationen. Ach, das Reich, Alter. Kann es eigentlich noch schlimmer werden? Naja, sehen wir jetzt gleich. Alter. Security, Platz machen.
Unsere Späher haben eine echte Schatzgrube gefunden. Den legendären Bunkerkomplex D6. Riesige Lager gefüllt mit Vorräten. Dort gibt es Medikamente und genug Konserven, um das Reich für 100 Jahre aufrechtzuerhalten. Und genug Waffen, um die Freaks und genetisch Unreinen vom Antlitz der Erde zu verbannen. Was? Leck mich im Arsch. Aber D6 wurde von Sparta eingenommen und besetzt. Herr Sturmbannführer! Was wollen Sie? Scheiße! Ein Ausbruch. Was zum Teufel? Zwei Gefangene haben die Wachen ermordet und sind getürmt. Was zum Teufel? Как вы охрены? Вон они! Мирнов! Schnappt euch die Schwanne! Ja, renn, 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 Forrest, renn. Beeilung, Aktion! Oh, ja, 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 bin dabei. Slow motion. Alter. Leck mich am Arsch, der hat's drauf. Scheiße, bist du okay? Jo. Halte durch, Aktion! Halte durch! Da hast du Miststück! Auf den Boden, du Miststück! Ich ergebe mich, nicht schießen! Halte durch, Aktion! Halte durch! Nur noch etwas länger! Da geht's ja voll zur Sache. Mach sie kalt. Jupp, bin dabei. Ich sehe sie. Da sind ah, kommt her. Einmal, zweimal, dreimal. Ja, ups. Ja, das war's, würde ich sagen. Wir konnten fliehen. Wir haben das Unmögliche geschafft. Jetzt muss ich den Orden darüber informieren, dass der Schwarze vermisst wird. Was bedeutet, einzugestehen, dass mein Auftrag gescheitert ist. Aber wenn er unten in der Metro ist, werde ich ihn nicht alleine finden können. Ich muss zur nächsten neutralen Station kommen und dann zur Polis, dem Hauptquartier des Ordens. Pavel wird mir den Weg zeigen. Ah, er heißt Pavel. Okay. So, dann würde ich mich mal verabschieden für den vierten Part, ne? Und freue mich wieder wie ein Schnitzel, wenn ihr einschaltet. Für Metro Last Light mit mir, McDaniels. Ciao.